Finals, Duck Hunt, Meisel vs. Me Brawler, Dafong. Mhm. Im Grand Finals, es geht los. Auf PS2. Warte mal, Dafong, Alter. Dafong, auch crazy. So ein Grand Finals hätte ich mir niemals ausmalen können. Malen. Dafong ist ja gerade schon mal auf Meisel getroffen, hat verloren, ne? Ja, 3-0 sogar. 3-0, ja. Oder 3-1? Vielleicht hat er 3-0. Vielleicht hat er ein bisschen adapted. Kann ja sein. Okay, Gaming Port, watch out what you here schreibst. Okay. So, guter Lead hier für den Hund. Vielleicht hat er auch adapted. Das kann ja sein. Warte mal, das heißt, Dafong hat gerade gewonnen gegen Flora, ja? Richtig. Und Flora hat gewonnen gegen Niceface. Richtig. Und Niceface hat einfach gewonnen gegen SDN. Was ist denn heute los hier? Ja, erklär mir das doch mal. Wo ist Ruben eigentlich? Aus dem Forest. Mein neuer Teampartner. Ja, wo ist Ruben eigentlich? Der hat, glaube ich, gegen Justin verloren und dann weiß ich nicht mehr. Kuchen, Digga. Mm. Heftig ist auch hier, aber cool. Alles klar, ist noch immer hier aus Hand. Aber ein bisschen eingerostet, Boy, muss man öfter rankommen hier. Walking, ja. So. Beide Even hier. Wer will sich diesen ersten Stock? Oh, Grand Finals, NEZ 20 Jubilarium. Grand Finals, Leute. Wir sind Grand Finals. Machen wir alle Lärm hier. Okay. Heftig hier. Ja, damit geht schon. Neigt sich dieser Abend schon ein Ende, ne? Der so Tag langsam. Schon im Ende. Langsam. Der Tag schon im Ende. So langsam. Ja, auf jeden Fall heftig bisher, Digga. Was für Sets wir gesehen haben. Wow. Sehr brutal. Kann man nur sehen. Wirklich. Aber der Fong hält sich hier stabil. Mit 160% gegen den Dark Hunt. Okay, fiese David-Fans hier schon. Okay, die Dose klärt dann auch. Finally the Mining. Ja, bei ist auf jeden Fall sehr coole Dudes, der Fong als auch Beigel. Coole Dudes. Und bekommen beide Payout als auch eine Medaille. Medaille. Aber bisher, meine, der Fong scheint ein bisschen adapted zu haben. Bin auch Beisel-Fan, aber der hat schon Anyset. Hat er recht. Hat Dafong noch kein Anyset geholt? Damals auch noch nicht? Nee, noch nicht. Noch nicht! Okay, ja, ich bin jetzt natürlich als Kommentator bin ich enthaltsam, ne? Aber okay. Sonst finde ich, so Underdogs muss man auch appreciate. Okay, nice Back hier. Guter Lead hier auf jeden Fall für Dafong. Fragwürdige DI gerade von Beigel. Und dafür, dass es gerade ein 3-0-Set war, so wie ich meine, mich zu erinnern, ist das hier ein schöner Lied für Dafong, ne? Ja. Okay, alles klar. Machen wir hier ein bisschen was auf die Ohren, oder? Der Spieler ist auf jeden Fall solide. Solide runter. Solide. Holt sich mal so, okay. Oh, fieser Smash. Smash. Ey, aber 60% schon auf seinem Nacken, ne? Muss schon ein bisschen aufpassen. Ich muss ein bisschen outwatchen. Na, hast recht. Okay, so einfach dann. OP. Underdogs und Underducks, so ist es. Dose. Und Undermies. Okay. Oh, fies am Kopf gesprungen. Kopf gesprungen. Dieser Kopfjump. Okay, das könnte jetzt hier wirklich sehr spannend noch werden, wenn weiß ich hier einer seine berüchtigten Twitter-Kombos rauszaubert. Muss er aber auch machen jetzt. Das könnte schon jetzt hinhauen. Was soll ich da machen? 60% auf Kopf von Dafong. Auf den Kopf. Auf den Kopf drauf. Okay, beißt wieder scary. On stage hier. Es ist jetzt sehr scary für beide. Also der Fung, man darf nicht vergessen, sein Meat Brawler kann mit Bagger killen, Up Smash und Grab hat er gar nichts. Aber auch schon doll. Und diese, doll, als ich dachte irgendwie. Diese heftige, komische... Diese komische Jab-Tacke. Ja, die ist noch ganz cool. Einfach selbst abgeschossen. Muss man outwatchen bisher. Oh, nice Parry. Aber den Gunman hat er übersehen. Da dachte er, er ist ein cooler Parry. Aber auch. Kommt Gunman. Oh, der Dog geht auf den Spaziergang. Spaziergang. Auf Walk. Kurz der Dog Gassi. Geht auf Walk. Kurz Gassi. Walk. Ui. Oh, Leute, was ist das jetzt hier schon wieder für ein erstes Set? Warum muss das erste Game gleich so brutal sein? Einfach rausgeflogen ist der Ab. Oh mein Gott. Was war das auch gerade? Der Funk weiß nicht, glaube ich, wie er Beißy jetzt approachen soll. Chongoro, Sambo! Batunga! Oh, ganz so knapp. Okay. Weiß wieder mit der Wall. Abwehr macht nichts. Das wäre ein heftiger. Wer? Was? Der Funk hat gewonnen! Makaramba, mamaramba, mamma mia. Mamma mia! Oh Gott! Crazy! Jetzt? Ja, für die Ehre, gegen Scorpion spielen zu können. Mach einfach schnell. Und dann ist
Wir haben vorhin Random Ditus gespielt. Hier oder da? Ich ging. Mach ich jetzt nochmal. Mach mal jetzt. Mach meinen Player nicht kaputt. Hallo. Ei. Ei, ja. Okay, Dafunk, Beißel, wir sehen, erstes Game ging an Dafunk. Oh, was war das denn für ein Random? Ja, was crazy ist, weil vorhin war es 3-0, glaube ich, ne? Oder 3-1? Ja, es war letztes Mal 3-0 auf jeden Fall, aber es war schon auch knapp und so. Aber ja, Dafunk ist halt crazy, ne? Dafunk ist crazy. Stark, ja, auf jeden Fall. Crazy. Robert Art, what's up, man? Seid ihr alle am Start? Ja, stimmt. Dafunk hat noch kein NEZ gewonnen. Aber letztes Mal, ich glaube, letztes Mal hat er im Silber-Bracket gewonnen. Letztes Mal hat er Silber-Bracket gewonnen. Und wer Silber-Bracket gewinnt, der macht auch nächstes Mal eine heftige Performance im, in der Top 8. Eigentlich schon. Puh, schön Mario Golf hier gerade wieder. Fiese Mario Golf in die Dose. Und wichtiger Lied jetzt hier für Michael, der das erste Match verloren hat. Ja, wichtig, auf jeden Fall. Ja. Wichtig, dass wir jetzt, wenn wir ein Grand Finals Reset sehen, dann sterbe ich ein bisschen innerlich. Therion, was geht ab? Ja, man, hast du auf jeden Fall. Aber next time. Oh ja, Therion, auf jeden Fall. Also wenn du da gewesen wärst, dann wäre alles nochmal ganz anders gekommen, glaube ich auch. Es ist ja immer komplett Chaos. Einmal hattest du ja auch SDN besiegt. Und letztes Mal hast du auch Beißel besiegt, ne? Stimmt. Oh, ja, auf... gut abgegangen auf jeden Fall bei dem letzten Flensburger Turnier, was auch diesen Monat noch stattfindet. Irgendwie Ende diesen Monats. Habe ich auch vorzukommen. Ja? Ja. Okay. Und Davon dachte, oh, tschüss. Oh, tschüss. Einfach in die andere Richtung gemacht. Ja, einfach Kick ins Nichts. Hast du gesehen? Nee. Er war irgendwie so ganz komisch gestunt gerade, als ihn die Dose gehittet hat. Das sah irgendwie ganz gut aus. Ich war auch ganz komisch gestunt gerade, als er die Dose gehittet hat. Vor das sah wirklich Ehrfurcht. Er ist so gar nicht, er hatte gar keinen Knockback. Oh! Ui. Schöner Read. Out of Shield, sehr schön. 17.3. Okay, cool. Richtig. 17.3. Smash Cup Flensburg. Tragt's euch ein. Man kann auch for free rein. Ist auf jeden Fall auch richtig geil, die Location und die Leute und. Okay, müsst ihr eigentlich auch mal vorbeischauen. Ja, safe. Ein paar Knie verteilen. Ja, ein paar Knie. Da kann ich auch mal wieder Singles spielen, habe ich auch Lust drauf. Mhm. Aber keine Doubles. Aber keine Doubles? Nee, aber ich meine verständlich, ne? Ich meine, wir kommen ja auch mit dem Timetable, das ist so schwer, alles so an einem Tag zu machen, einfach mit Doubles. Safe. Ja, für einen Tag ist eigentlich die Größe hier auch perfekt. Oh, okay. Er macht immer seine Mario Golf. Guck mal, was das jetzt für ein safes Ding ist hier für Michael eigentlich, ne? Aber natürlich auch ärgerliche SD gerade. Okay, warte mal. Ich glaube, er wurde gleichzeitig nach links genockt durch den Hit von Duckhand und zurück nach rechts von der Can. Deswegen ist er einfach an der Stelle geblieben. Ah, okay. Ja. Heftig aufgedröselt. Also die Science hinter Smash. Ja, heftige Wissenschaftler hier unterwegs. Ja, Beefy Smash. Korrekt. Ey, wenn du die Beefy Smash Dudes mal siehst, dann sag denen auf jeden Fall mal schöne Grüße. Die waren auch bei unserem ersten Turnier dabei einfach. Mhm. Oh, in Lübeck! Oh, das war der Stock für Beigel. Okay. Und da Fung hier vielleicht noch mit Rage. Kann Hanne noch mal Nani, also mal gucken. vielleicht. Ey, weißt du was? Ich glaube an der Fung. Das war's. Der Fung. Cool, muss echt mal kommen. Ja. Die Beefy Smash, früher waren alle bei uns. Ich glaube, bei dem einzigen Turnier in Smash 4, wo Mr. R dabei war, das war bei uns. Stimmt, Mr. L. Ja, Mr. Aber cool, R auch mal gegen den zu spielen damals. Mr. R hatte bei uns das erste Mal in Smash 4 ein Lose in Europa gehabt. Alter, echt gegen, war das? Weißt du noch? Nee, sag mal. So Dreck. Oh, stimmt, so Dreck Digga, war das auch war da. Insane. Oh, das war insane. Wir hatten insane. Unser Turnier in so weißt du, im Fox damals. Ja. Von So Dreck hat man auch lange nichts gehört, oder? Nein, aber Leute, ne, die müssen natürlich aber das war auch crazy. Was machen. War Quick nicht auch da sogar? Wer? Quick? Ich glaube, Quick war nicht dabei. Nee, okay. Aber Scythe war da. Scythe war auch da, ja, Mann, sehr cool. Ja, das war crazy. Das war crazy. Digga, Finale im Kino. Ich wurde noch nie so zerstört wie von Mr. L. Ich wurde noch nie so zerstört. Von Mr. R wurdest du zerstört? Ja. Ich wurde noch nie so zerstört wie von Longo. Longo hat mich insane auseinandergenommen. Ja, Longo auch heftiger Spieler natürlich. Ja. Ich weiß auch nicht, ich konnte nichts machen. Aber hier. Mr. R, Digga, mit seiner Sheik. Boah, das war so krank damals. Weiter geht's. Aber es geht weiter. Offstage gekickt. 1-1. Und es geht weiter, das Ding. Und bisher even, ne? Ja. Und Abi?
Bing! Oh! Dose, Frame 1. Rausgedost. What? Rausgedost. Das ist ja insane. Overdosen! Oh. Noch nicht. Absmash. Ja, safe. Grüß dir mal. Das ist auf jeden Fall. Die waren mit Sword, hieß er, glaube ich, noch da. Einfach mal von all den Lübeckern grüßen. Die wissen schon Bescheid. Ja, safe. Okay. Oh, Death Smash. Read. Und da ist wieder Even. Heftige Mucke. Das ist von, weiß ich nicht, wovon ist das. Also ist. Welche Mucke mir wirklich fehlt, seid ihr her? Ich glaube aber, die gab es sogar mal in den Games. Diese Blatthand. Blattfalken-Theme. Ach so. Heftige Mucke. Diese und das Und ja, B, reingesprungen. Oh. Reingesprungen. Oh mein Gott. Es könnte so hier nochmal ganz knapp werden hier. Es könnte nochmal ganz knapp werden hier. Okay, jetzt muss Weißlauf jetzt ordentlich hocharbeiten. Oder gibt's die gibt's hier nicht, oder? In diesem Persona 4, Smash. Nee. Blatt, so schade, dass die nicht. Blattfalken gab es, glaube ich, in gar keinem Smash. Ich hatte das nur mal reingemoddet. Ah, das war Mod, stimmt. Mhm. Ja, nee. Ja, weil die natürlich nirgendwo fehlen darf. Oh! Ich hatte ja auch Kollege auf FD und so. Okay. Ja, Kollege auf FD. Es ist System of a Down auf Town and City. Oh mein Gott, okay. Das sieht jetzt hier nochmal ganz anders aus. Oh, die aber schon ab. Okay, 65%, alles noch möglich, aber schon Gefahr, eine Upbeat zu catchen, also Grab-Gefahr. Und da ist der Grab und da ist die Upbeat. Oh, nee, ist die fair. Fair oder was? Okay. Bing. Das zeigt dir. Und ist das wieder fiese Jab? Tschüss! Nee. Oh, er lebt noch. Killt noch nicht. Was ist das für eine Attacke? Ja, das ist die B. Oh, und warte. Nee, wir leben noch. Oh mein Gott. Oh, das war so knapp gerade auch schon wieder. Oh! Okay, 37%. Abschmash wäre vielleicht gewesen. Ja, nee. Okay. Alter, so einfach nicht mal ein Killscreen oder irgendwas. 2-1 für Dafung. Crazy. Dafung mit einem Potential Reset hier im nächsten Match. Hier ist so. Ist crazy. Ist crazy gerade, weil er gerade wirklich rasiert wurde vom Beigel davor. Ja. Und jetzt hier 2-1. Crazy Adapted, ja. Ja, auf jeden Fall. Der ist aber auch einfach echt insane. Hier im Norden, crazy. Aber generell crazy. Er hatte jetzt letztens auch bei irgendeinem Turnier in Dänemark auch echt ein gutes Placing. Ist irgendwie bei Valhalla irgendwie 9. geworden, glaube ich. Ja. Mhm. Von 100, was weiß ich. Ja, das ist crazy. Das ist einfach crazy. Das waren die krassesten Killscreens. Ja. Da kann dann im Daumen halt echt. Ja, ist so. Aber das ist halt so bei Duckhunt, ne? Da kann Taut halt nach dem Killscreen immer nochmal kurz Frame 1 seine Dose rein und deswegen ist immer Hype. Ja, auf jeden. Und hier jetzt gerade. Das ist einfach ein Hype-Char, Digga, feier ich. Ja, auf jeden. Also, viele würden denken, dass der unhype ist, aber zumindest so aus meinen Augen. Also, ich gucke mir Duckhunt gerne an. Safe. Ich gucke mir Sonic nicht gerne an. Urmelwurm, Digga, was geht ab? Oh. Gesubbt, der Boy. Nice. Noch ein Sub? Ja, gab's schon, glaube ich. Oh, korrekt. Sehr korrekt. Wir haben auch schon fast die 10 voll. Aber wenn wir heute die 10 voll kriegen würden, das wäre crazy. Oh, Dose! Oh, trotz der Dose. Oh mein Gott, Beige ist schon wieder im Rückstand hier. Und das ist potentially das letzte Game von diesem Game. Set. Und? Aber dann würde das nächste Set starten. Oh! Sehr schön. Ab Air. Oh. Hat nicht gehittet. Okay. Ey, da fuhren sauber wieder gerade. Gut hier. Macht er gut. War ich so ein bisschen aggressiv? Okay. Okay. Ja, Kombo-Starter möglicherweise. Oh, diese kleinen Notches immer von Duckhunt, ne? Mhm. Wir sind nicht beim NRW Cup, nicht. Es ging irgendwie voll an mir vorbei und ich meine, das war ja auch irgendwie sofort ausverkauft. Ne? Ist das vielleicht NRW Cup hier am 20.04. oder so? Das kann sein. Sein, ich weiß es nicht. Ich habe das wirklich das so komplett an mir vorbeigegangen einfach. Und ich fahre halt auch nicht so oft so weit, ne? Oh. Aber hätte schon Lust gemacht, also ja, hätte schon auch Bock gebracht bestimmt. Mhm. Wir waren einmal bei Calyptus Cup oder so, ja. Das hat schon Spaß gemacht auch. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal wieder machen. Größeres Turnier mal hier. Oh. Ganz NTL anstreben. Ja. Okay. Weißt du, so ein bisschen jetzt mit Druck. 169%. Oh. Davon hörte ich auch. Wenn der gehittet hätte gerade. Oh Gott. Und Snipe? Ja. Snipe. Okay. Okay.
Last Stock. Oh, wie geht das jetzt? Was geht jetzt ab? Last Stock Situation, Leute, hier. Das ist krank. So, mal gucken, wie das Ganze startet. Schon mal mit einer Explosion. Und Down Throw ab ungefähr. Okay. Schöne Option hier gerade gewählt von der Funk. Okay. Schön gewartet. Abi. Oh, so hoch, aber immer noch nicht tot. Und die B kickt die. Ja. Ja. Okay. Oh mein Gott, Digga. Bracket Reset. Was ist das für eine Attacke? Die ist brutal einfach. Die kommt ja so schnell raus und killt einfach. Das ist crazy. Der Fung hat wirklich die Chance gerade, einfach das Turnier zu gewinnen. Das ist crazy. Beigel muss jetzt aufdrehen, ja. Das ist Reset, Leute. Damn. Hype. Oh, man. Syntec, my man, what's up? Schade, dass du nicht da bist. Ja, Mann, auf jeden Fall Hype. Da stand noch die ganze Zeit Losers Final. Ja, das ist Grand Final, ne? Ja, das ist safe. Grand Final hier. Nochmal die Randnotiz hier an alle im Chat. Grand Final war das. Und jetzt sehen wir Reset. Das Reset. Der Fung gegen Beißel. Mm. Wer hätte das gedacht auch? Nach dem 3-0 am Anfang von Beißel. Jetzt steht es 4-3 für Beißel in Games. Shit's crazy. Gut. Okay, let's go. Oh. Das ist schon mal nochmal ein anderer Start, ne? Alter. Direkt so bam, bam, bam. Jo. Aber eben schon wieder. Ey, der Funk startet auch langsam. Er fängt langsam auch an, mit der Dose zu kommen. Und gerade Dose into Upbi. Ja, der Funk weiß so langsam, wie er spielen muss. Ja, echt smart einfach. Das wäre crazy, Alter, wenn er das jetzt... Wenn der Funk das jetzt gewinnt, wäre schon crazy. Allein, dass er jetzt das Reset nochmal geholt hat nach dem 3-0-Set davor. Crazy einfach. Oh! Oh! Rausgefallen! Nicht reingerollt, schön gemacht von davor. Und das ist das, was ihn dann in solchen Momenten auch ausmacht, dass er impatient bleibt und trotz der ganzen Pressure nicht irgendwo reinrollt auf dem. Jesus, dass es wirklich noch so knapp wird hier, ne? Crazy. Es wird ja alles aufs Längste rausgereizt. Medaillenverleihung machen wir dann Mitternacht, Leute, okay? Oh. Oh, yo. Das hat nicht gereicht. Crazy. Okay, back air. Währenddessen stehen hier Skelly und Squallen gerade im Losers Finals vom Silber Bracket. Okay. Scorpion ist komplett eskaliert im Silber Bracket. Mhm. Ist gerade im Grand Final. Oh, schöner Up Air. Oh, sauber. Ja, ich predikte schon mal, Scorpion wird nächstes NDZ komplett eskalieren. Der Cowboy bekommt richtig aufs Maug hier. Richtig aufs Maug. Oh, schön. Oh, kein Lock. Das wäre crazy gewesen. Das wäre auf Lock gewesen. Das hätte gerade Potenzial richtig verrückt zu sein. Das war Locken auf Lock. Ja, echt. Scorpion, der Gatekeeper-Endboss, wirklich. Ja, Typ's weird, Digga. Also manchmal verliert er so Sachen, wo man sich wundert, und dann gewinnt er so Sachen, wo man sich wundert. Ja. Das ist Scorpion irgendwie weird. Aber der hat hier auf jeden Fall einen ganz guten Run. Oh, okay, scary. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch jetzt, wer das Ding holt. Oh, schön back, ja. Oh, da ist die Dors. Die Dors liegt da, die Frisbee liegt da, alles liegt da rum. Alles liegt da rum. Beißel hat keinen Bock aufzuräumen, das alles liegt da einfach nur rum. Und wenn es aufgeräumt ist, macht er alles wieder direkt. So ein richtiger Dog. Oh. 170%. Und okay, ich würde mich nicht wundern, wenn Dafung den Stock zuerst holt. Oh, aber okay, es ist nice. Nicht so, wie ich gesagt habe. Es ist aber der Funk macht das hier gut auch mit der Dose und so, ne? Ja. Übrigens bei der Dose, das habe ich erst vor kurzem erfahren, die kannst du nicht mehr zurückhauen, wenn sie das 8. Mal aktiviert wurde. Ja, irgendwie sowas, Digga. Keine Ahnung. Ich mache einfach nur noch aus Gefühl. Weil da kann ich, ja. Oh, kommt da onstage wieder. Richtig schön gemacht, gerade von Beißer hier mit der Dose. Und was passiert hier, diese kleinen Hits? Der steht da rum irgendwie so. Der dudelt rum. Der dudelt, sagt da rum. Okay, da kommt wieder die Dors. Nee, wo ist die Dors? Die Dors liegt da hinten. Oh. Stimmt. Er versucht ihn da reinzukriegen, aber der hat 31%, der fliegt nicht. Okay. Oh, nicht gepunished hier, das war gerade wichtig eigentlich. Aber 31%, ne? Da kommt die Dors und boom! Oh, und lebt noch! Da ist die Dose. Er recovered immer noch von unten. Haha, lol. Die Abi ist halt hardcore gut, ne? Aber als ob davon das kommen gesehen hätte gerade. Oh, die Abwehr killt immer noch nicht und Dash Attack auch nicht. Oh, gute DI. Godlike DI.
Da muss man aber auch stahlharte Nerven haben. Dann guck mal, da kommt die nächste Dose. Oh mein Gott, er frackt einfach so komplett sein Schild weg. Okay. Und jetzt geht's weiter. Oh, oh mein Gott, er ist wirklich noch auf Stage gekommen. Ich dachte, das kommt jetzt irgendwie Upsmash oder so. 180%. Das könnte natürlich auch sein, dass er jetzt... Oh, nope, nee, das war's. No Rage. Aber das ist jetzt wichtig. Beigel muss den Sack zumachen hier, sonst sieht das alles... Ja, er hätte eben den Sack zumachen sollen, weil... bitte. Hat aber nicht. 3-1 bitte war das. Kein 3-2 gleich. Bitte nicht. Wir wollen 3-2 hier... Ich will jetzt hier nur noch Kombos sehen. Oh. Und der, der das erste Set gewinnt, gewinnt das ganze Game, gewinnt das ganze Set. Das will ich sehen. Das ist aber auch ein Matchup, das zieht sich, ne? Ich muss sagen, ich war nach Hause. Hm? Oh, Abi. Dass ich ziehe. Oh mein Gott, Digga, das war schon wieder so knapp. Oh, die Becke in den Rücken. Ja, 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 ja. Schön gemacht. Damn. Schön gemacht. Ärgerlich für der Funk, aber gut gemacht von Beigel. Auf jeden Fall. Heftig. Gerade mit der Ente. Den Schnabel. Mhm. Schön rein. Puh. Ja, also es bleibt spannend. 1-0 jetzt hier gerade. Mhm. Ja, sagt ruhig nochmal ein paar Leuten Bescheid, falls ihr gerade Zeit habt. Einmal Steuerung C, ne? Den Link nehmen, schön Link. Überall rein posten, überall rein spammen. So Steuerung V, überall. Das sind auf jeden Fall gerade zu wenig Zuschauer für so ein hypes Event. Ja, wir hatten, so ein hypes Event wir hatten während Pools einfach mehr, deswegen. Das müssen möglichst viele sehen, das ist gerade crazy und das Heftigste, was der Norden zu bieten hat. Bing! 12%. So. Und? Okay, Abwehr. Oh, ah, okay, kein Grab mehr. Aber der Funk startet rein hier. Ja, schon auf jeden Fall guter Start. Aber 47%, ne? Und dann kriegt man einfach mal so ein F-Smash und auf einmal ist es wieder even. Fast. Da muss da viel schälen und da ist das Schild zu langsam. Kopf. Oh, da liegt einer rum und weg ist er. Was ist da passiert? Der hat sich hingelegt. Das ist irgendwann einfach runtergerutscht. Oh, schöne Backer. Sehr clean auch. Okay. Also der Funk kommt auch irgendwie durch, ne? Also er schafft es immer unter der Dose durchzuschlüpfen auch. Das ist nicht schlecht. Also ich weiß nicht, was ihm da genau aufgefallen ist, aber er läuft auf jeden Fall gut durch die Dose. Aber wenn Beißel daran deptet, dann kann er den... Oh, schöner Upsmash. Dann kann er wiederum den die Laufanimation wahrscheinlich punishen. Das ist auf jeden Fall, was Beigel oh. sehr viel macht, ist, dass er sehr viel Offstage ist. Und so ein bisschen versucht, von Offstage das Edgeguarding... Also von der Funk so ein bisschen auszuspielen. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so ein Gameplan ist, den er da fährt, aber es funktioniert ganz gut bisher. Bist du dein Team? Auch wenn der Funk jetzt hier in Führung geht. Schöne Abwehr. Guck mal hier. Mit Abwehr gecatcht und dann ist wieder ihn. Wir sehen hier... Beigel! Beigel! Yeah, Pandemic Man. What's up, my man? Ja, macht es ihm nicht leicht. Die beiden machen sich das einfach grundsätzlich nicht leicht. Aber der Funk hier schön wieder Prozente gemacht. Es wäre das so insane, wenn der Funk das einfach gewinnt. NEZ Nummer 20. Das erste Mal NEZ gewinnt. Oh, was? Das war... Oh. Hier passieren komische Sachen manchmal. Crazy. Hey, yo. Hey, yo. Okay. Okay. Michael. Michael. Ja, die Rolle hat gepunished. Boah. Oh, schön, dass er da rausgekommen ist. Ja, wichtig auch. Wichtig, ah, kommt aber auch von der Edge weg. Das ist immer schwer gegen... Oh, da hat er eine defensive Reaktion erwartet. Aber Beiße kennt sowas gar nicht. Mhm. Er hat, glaube ich, gar keinen Schildbutton. Oh, nee. Ja, okay. Lift off. Ready for takeoff. Okay. Oh, Ayo, einfach hin der und war Upsmash. Richtig gut gerade. Das war crazy. Manchmal wirkt das so trocken, weißt du, dass die, was die für Sachen landen, aber das sind dann eigentlich genau die Dinger, die crazy sind, weil die sind dann so doppelt um die Ecke gedacht, ja. Weißt du? So, das erwartest du einfach nicht, dass der da reinläuft mit dem Upsmash. Ja, das ist bei so Player, also 1v1 so Player-Games einfach crazy. Das ist crazy. Die Mind-Games dahinter. Und das ist halt auch nicht turn-based, ne, also es ist kein richtiges Schach, einfach weil es keine Züge sind, sondern halt in Echtzeit. Boah, aber guck mal, davon. Da hat man wenig Zeit zum Nachdenken. Aus oh. Oh, schön, abgeblockt. Oh. Und Backer? Nein. Kein oh. Punish. Oh, Stylo. Gut stehen bleiben, wegrennen und wieder rauf. Das war cool. Auch wenn es vielleicht nicht die beste Option war. Das sind schon echt MUs What? Aller Zeiten. Oh, reicht noch nicht. Noch. Aber 150%. Oh mein Gott. Kommt wieder rauf. Okay. Dose steht da rum. Abwehr okay, killt. Abwehr killt. 1-0 gerade. Aber jetzt muss Beigel hier nochmal ein Twitter-Ding raushauen, weil sonst... Ja, Beiße jetzt hier gerade wieder 1-1. An der Edge. Das ist genau das, was der Funk will. Punisht ihn auch dafür, hier für die Up-B.
Und ja. Boom. Ja, der Up-Smash out of Shield funktioniert sehr gut. Schon die zweite Get-Up-Attack, die hart gepunished wurde in diesem Match von Beigel. Da muss er ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Ey, pass mal ein bisschen auf. Stay hydrated. Ist so. Ja, auf jeden Fall. Ja, echt die ganzen Fake-Kill-Screens. Mit Duckhand hast du halt auch einfach immer so viele. Bei gutem DI und halt bei, der Dose, ne? Ist so. Wirst von einem Up-Smash getroffen, aber die Dose ist auch mit dabei. Dose ist immer mit dabei. Ja, 1-1. Ja. In diesem Bracket-Reset. Oh, Bo. Der Kopf verabschiedet sich auch komplett schon. Wer verabschiedet sich? Mein Kopf. Ja? Ja. Ready for takeoff. Ready for the Rahmen, würde ich sagen, oder? Ja, klar Rahmen. Klar Rahmen. Ja, Leute, wenn ihr hier, spät. Wenn ihr rankommt hier bei NEZ, auf jeden Fall danach zum Rahmen. Nach. Ja, wir müssen eigentlich Rahmen Sponsoring von Anrahmen klären. Anrahmen ist der Laden. Das wäre eigentlich was. Rahmen Anrahmen. Ist lecker, ist teuer, aber ist nice. Ist sehr nice. Machen wir jedes Mal, ist sehr nice. Ist so. Und auch wenn sie keinen Platz haben, kommen wir da irgendwie immer rein. Richtig. Ey, aber jetzt müssen wir ja mal hier wieder reinschauen. Guck mal hier. Die. Wir müssen reinschauen und da kommt die Dose von oben und da kommt die Frisbee von rechts. Oh, okay. Der Funk holt wieder ein bisschen auf hier. Das ist jetzt hier ein wichtiges Game auf jeden Fall. Das ist 2-1, wer das macht. Und oh, die B. Yep. Immer noch am Leben. Ist gerade ein wichtiger Stock. Ja, lebt noch. Oh, schönes Mario Golf. Mich würde ja mal auch interessieren, parallel, wie es gerade im Silver Bracket läuft. Haben wir da News? Nö. Nö. Ich guck mal. Eigentlich könnte man das Finale vom Silver Bracket auch noch streamen. Ja, nee. Es wird alles schon spät gerade. Spät. Ja. Ja, ja. Eigentlich schon, aber eigentlich nicht. Nee, bisher keine News. Also okay. Scatty gegen Squall immer noch im Silver Bracket. Mhm. Aber schon crazy, wenn man sich das anguckt. Lifted Skull war im Losers Bracket, im Silver Bracket, Bay Campo. Da sind schon echt strong people dabei gewesen. NTL Cruel sogar. Oha. Ja. Das ist heftig. So. Ja, Leute, das sieht gerade ganz gut aus für Beigel, der Meigel hier. Für Beigel. Und Bing! Aber killt nicht so, ne, die Attacke. Macht Damage bestimmt. Ja, ja, die macht nur Damage. Ist das ist halt ein Command Grab. Hast du die Dose gesehen dabei? Die Dose war da ganz, ganz verrückt. Oh. Okay. Oh, das ist Even des Grauens. Was sagt ihr, Leute? Habt ihr schon auf. Oh! Und der Trade! Wer gewinnt hier das? Wer gewinnt das? Ich sehe schon, Rob hat auf Nummer 2, das ist glaube ich Beißel oder Dafung, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich kann das gerade gar nicht sehen. Hat auf jemanden gewettet, auf jeden Fall. Was glaubt ihr? Worauf würdet ihr euer Haus wetten? Oh, früher Kill. Es ist hier auf jeden Fall gerade komplett even, es kann nicht noch mehr even sein. Es ist gerade wirklich gerade richtig even, nicht nur von den Stocks und von in diesem Match, sondern einfach allgemein, weil die beide jetzt schon ein Set geholt haben und steht gerade 1-1. Das heißt. Wer das Ding jetzt macht, dieses Stock, der geht jetzt hier wirklich in Lead. Beide so aggressiv, nur mit den aggressiven Options hier gerade. Musst du auch machen. Und gerade jetzt in der Funksituation, da musst du einfach raufgehen. Was willst du da? Schön, Backthrow raus. Oh, schön. Jetzt hier ein Setup. Aber da Funk so patient auch, ne? Ja, voll. So dass er da einfach nicht irgendwie nach innen läuft, sondern da einfach stehen bleibt oder einfach schlau. Springt auf der. Er springt, er spielt schon sehr, sehr kontrolliert und. Oh, das ist immer so scary. Das ist komplett even. Jedes Mal scary. Oh, no way. Das war's. Oh, und in die Richtung sogar. 2-1. Heftig. 2-1 Beißel. Heftig, Digga. Digga, das ist einfach Down Smash. Das ist mehr Krimi als Tatort. Also. Dempsey Roll. Heftig. Kennt das jemand? Hajime no Ippo? Und dann ping, ping. Muss man gesehen haben, sehr, sehr nice. Alter Anime, merkt man auch, wenn man das, sich das anguckt, dass der schon so ein bisschen alt ist, aber sehr nice. Welcher? Hajime no Ippo. Das ist so ein Boxing-Anime. Was für ein Hippo? Ja. Crazy ja. Hippo. Okay, let's go. 2-1. Oh, aggressiv beide von beiden. Und bing! Ich glaube, beide komplett auf 22-6 wieder. Diese Aggression, die würde das hier weiter fortstehen, würde ich mal sagen. Tyrion sagt beide gewinnen. Okay. Oh! Oh,
Was war das? Ja, es war unvorsichtig und ausgenutzt direkt. Ah, jetzt sehe ich es hier nochmal in der Wiederholung. Die Abi, oha. Ja. Bartschatten, wie cool. Ah, ja, sweet, sweet. Nice Bartschatten, Bro. Korrekt, Bruder. Ja, okay. Dafür kriege ich schon Geheimratsecken. Weißt du, man muss vorsichtig sein, was man sich wünscht. Das ist die True World. Und graue Haare gibt's auch schon. Ja, die 30 years old okay, people. Okay. Wir werden alt. Ja, letzte Woche 30 geworden, Leute. Oje, oje. So. Jetzt geht's bergab. Oh, F-Smash. Okay, schön. Wait. Okay. Ich dachte, das Game wäre schon vorbei. Ich hatte es schon so ein bisschen abgeschrieben, war schon, weißt du, weggespaced mit dem Kopf irgendwo anders. Ja. Jetzt bin ich wieder drin und jetzt merke ich, da ist der langsame Gunman. Der ist immer am fiesesten. Okay, wir gehen einmal komplett around the world, around the world. Okay. Heftig, okay. Bing, bing. Oh. Heftiger Daft Punk. Okay, also wir haben schon, also ich sehe einen Beigel, ich sehe zwei David Fungus. Ich glaube, der Funk holt das Turnier. Es ist wirklich, boah, ich kann es nicht sagen. Es ist gerade Beigels Favor. Was sagst du jetzt? Es ist Beigels Favor, es ist Potential Last Stock von der Funk. Oh mein Gott, Bro. Und der muss jetzt aufdrehen. Der muss jetzt richtig aufdrehen, was machen. Der muss jetzt auf jeden Fall aufdrehen. Und weißt du, der wird das jetzt aber clean spielen wollen. Der wird jetzt aufpassen und solche Prozente machen jetzt erstmal. Der wird ultra patient spielen. Und es ist halt die Frage, ob der Fungus alles weggeschildert bekommt und die Patient hat. Also man merkt schon, er will hier schon rein, aber er ist auch mein Patient. Gott. Weißt du jetzt dieses Turnier, das zweite Mal. Ja. Überhaupt, ja. Also das zweite Mal seit Ultimate. Mhm. Seit Ultimate, ja. Oh. NEZ 20. Wird das, spielt das Jubiläums-NEZ das NEZ von Beiße werden? Oder wird der Funk jetzt hier doch nochmal wichtige Situation jetzt gerade für holen, aber Catch-Situation. Oh, ja. Und der Up-Smash. Oh mein Gott. Und der Funk kann jetzt noch das Ding drehen. Leute. Ihr wisst, wie gut der Funk healen kann, ne? Down-Throw, Up-B und so. Oh, das ist Damage, das sind 20. Die 20. 20 Bomb. Oh mein Gott. Gleich hat der Funk so viel Rage, ne? Gleich wird der Funk so viel Rage haben. Muss aber aufpassen, das ist... Oh, okay. Und jetzt ist er in Potential Kill Percentage. Abi bei 40, ja, ich sag auch. Mhm. Ich sag auch, voll möglich gerade. Ist möglich? Yo. Oh. Das ist Schaden. Oh, yes. Oh, da kommt er runter mit der Nair. Und? Die Dose. Da kommt der Gunman. Beißel, macht Beißel jetzt den Sack zu. Sagt, er nimmt jetzt den Sieg mit nach Hause. Oh. Oder sehen wir noch ein Set? Diese Trades, ich kann nicht mit diesen Trades, die Abi kommt. Die wird kommen. Oh! Und die Abwehr. Und das ist es. Yo! Beißel mit der Clutch Abwehr. Holt sich einfach den Grand Final Reset 3:1 gegen da Funk. Hier bei NEZ Rising Nummer 20. Einfach. Aus dem Nichts kam diese Abwehr. Ohne Killscreen, einfach bam, raw, fertig, Sack zu. Gib mir die Medaille, ich geh zum Rahmen jetzt. Ja, so, hat er gesagt, weißt du? Oh mein Gott.